Anfassen nicht nötig. Weder per Mausklick, Sprachsteuerung oder Gesten, sondern mit Blicken könnten zukünftig Informationen zu beliebigen Objekten abgerufen werden. Der Martinsbrunnen ist ein runder Springbrunnen im Barockstil. Diese Brille macht's möglich. Ein integrierter Eye-Tracker, zu Deutsch ein Blickerfassungssystem, erkennt die Blickrichtung des Nutzers, beispielsweise auf ein Gebäude, einen Laden oder ein Objekt. Das ist das eine, aber auch wie Sie dahin schauen. Das heißt, zu erkennen, wann bestimmtes Interesse, Relevanz von Inhalten besteht und dann darüber hinaus über diese Relevanz zum Beispiel dynamische Anfragen in das Internet zu generieren. Im Internet liegt eine Menge Informationen, die hinter der physischen Welt liegt, und diese Informationen dann auf Bedarf zur Verfügung zu stellen. Ganz ohne technisches Hilfsmittel am Körper kommt dieses System aus. Stattdessen wird ein Gerät zur Blicksteuerung unterhalb des Computerbildschirms angebracht. Es ermöglicht schnelleres Navigieren im eigenen Betriebssystem oder blickgesteuertes Surfen im Internet. Dabei sollen Maus und Tastatur nicht ersetzt, sondern mit Eye-Tracking kombiniert die PC-Nutzung noch benutzerfreundlicher machen. Im Bereich der Spiele ist zum Beispiel sehr stark, wenn man eine Karte zur Verfügung stellt, auf der man sich orientieren kann, wo man dann einen Ausschnitt über den Blick wählen kann und dann in diesen Kartenbereich springt oder einfach über die Augen zielt, was auch extrem schnell ist und was die Spielgeschwindigkeit generell sehr stark erhöhen kann. Innovative IT-Lösungen helfen auch Schätze, die man gerne anfassen würde, zumindest erlebbar zu machen. Antike Bücher werden in Museen oder Bibliotheken oftmals so gelagert, dass sie für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Dieser interaktive 3D-Book Explorer erlaubt Lesern jetzt das Skalieren und Blättern in Echtzeit. Anfassen nicht nötig.